Die Arbeitgeber, sie werden ab kommender Woche stärker in die Pflicht genommen. So müssen sie sicherstellen, dass wer nicht im Homeoffice arbeitet, am Arbeitsplatz zweimal pro Woche getestet wird. Das beschloss die Bundesregierung, um die dritte Corona-Welle besser zu kontrollieren. Doch es bleiben viele Fragen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer weiter offen. Ein- bis zweimal die Woche testen sich die 180 Beschäftigten dieses Tübinger Softwareunternehmens auf Corona. Denn auch in Sachen Testpflicht für Firmen ist die Stadt wieder ganz vorne mit dabei. Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern müssen seit gestern Schnelltests anbieten. Vor allem halte ich es für sehr sinnvoll, dass wir damit dazu beitragen, eben frühzeitig Infektionen zu erkennen und so die Infektionsketten früh zu durchbrechen und unseren Beitrag dazu zu leisten. Ihren Beitrag leisten müssen ab kommender Woche aber nicht nur größere Unternehmen, sondern alle Firmen deutschlandweit. Die Bundesregierung greift durch, will nicht länger auf Freiwilligkeit setzen. Viele Firmen kommen dieser freiwilligen Verantwortung bisher vorbildlich nach. Unsere Auswertung hat aber auch gezeigt, dass 4 von 10 Beschäftigten kein Testangebot haben. Das wird sich nun ändern. Alle Beschäftigten, die nicht im Homeoffice arbeiten, haben einmal wöchentlich Anspruch auf einen Firmentest. Wer eine Vorerkrankung oder viel Kundenkontakt hat, soll 2 Tests bekommen. Die Kosten trägt der Arbeitgeber. Die Bundesregierung rechnet mit 130 Euro pro Beschäftigtem bis Ende Juni. Ganz schön teuer beispielsweise für Geschäfte, die monatelang geschlossen hatten, finden Wirtschaftsverbände. Nicht der einzige Kritikpunkt. Wir haben aber auch allerdings Probleme bei der Beschaffung, das muss ich ehrlich sagen, weil jetzt ja überall die Schulen beschaffen. Ich glaube, das ist hier jetzt nur eine Ersatzhandlung der Politik. Nachdem es mit dem Impfen nicht so richtig vorangeht, wollte man auf anderen Bereichen Handlungsfähigkeit zeigen. Ob diese Handlungsfähigkeit auch zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz führt, fraglich. Denn Arbeitnehmer wiederum sind nicht verpflichtet, das Testangebot auch anzunehmen.